Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 430. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir starten rein. Keine neuen Angebote und Events erstmal so. Ihr seht, es laggt gerade. Also ich habe gerade keinen Drachenreiter, aber das ist ganz gut. Denn dadurch kriegt man doppelten Drachen, doppeltes gerades Paket. Was richtig nice ist. Beziehungsweise man kriegt halt eins eingeschoben. Und ich glaube, jetzt haben wir es erreicht. Ja, genau, jetzt ist Drachenreiter wieder aktiv. Das ist manchmal, wenn es so ein bisschen spinnt und jetzt seht ihr hier, ich kann noch eins öffnen. Sehr gut, machen wir das gleich mal. Na gut, aus irgendeinem Grund hat es jetzt doch keine Lust mehr. Na gut, können wir uns doch kein Video angucken. Egal, gehen wir wieder raus. So, dann haben wir hier nochmal ein Stück rauszoomen. So, dann haben wir unsere drei Drachen hier. Da können wir wieder losschicken. Wir wollen keinen Fisch ausgeben. Wir wollen keinen Fisch ausgeben, genau. Zwei Eisen können wir gerne nehmen. So, dann haben wir hier, ihr merkt, es ist ein bisschen was noch, was schon, naja, es ist nicht so viel zu tun heute oder jetzt gerade, wie ihr seht. Das liegt daran, weil es halt jetzt das erste Video sozusagen ist, was ich auch vorproduziere. Und sozusagen ist das jetzt 3 Stunden nach der letzten Aufnahme oder 4 Stunden. Deswegen gibt es jetzt noch nicht ganz so viel, aber es gibt ja trotzdem wieder was. Dann haben wir noch die Spießumläufe. Damit kriegen wir die auf jeden Fall. Der kann erstmal los. Der ist zurück, den können wir jetzt so nicht füttern, deswegen können wir den erstmal so losschicken. So, dann, das haben wir alles, das haben wir, das haben wir. Genau, gut. Dann gibt es an der Stelle schon mal nichts mehr zu machen. Ich würde sagen, was machen wir am besten? Events. Genau, Events hat ein neues gestartet und Furier. Sehr nice Drache auf jeden Fall. Ist ein Skrill, ja, sieht man ja. Und hat jetzt gestartet oder ist jetzt gestartet und wann kann man ja nicht mal auf I drücken, das ist assi. Egal, können wir gleich mal nachgucken. Ansonsten halt die hier, die 2 Spießenläufe. Ich glaube, ich war noch nicht mal im Beten drin, oder? Nee, genau, hier kriege ich nochmal so einen Boost. Also hier kriege ich nochmal die beiden Items, sehr schön. Und bei dem anderen dann, ich glaube, auch noch. Genau, nee, doch nie. Gut, dann probier. Erstmal kurz angucken, wie er sammelt. Ja, das ja ist uns ja schon aufgefallen, dass hier irgendwas nicht stimmt an den Seiten. So, Furier, 17,5 Millionen und 14 Stunden ist ganz gut. Und ihr seht den, sein Design, das sieht einfach nur richtig, richtig geil aus. Mit dem Design kann man echt nicht meckern. So, ansonsten hat man alles andere durch gestern im Video. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir jetzt rüber auf meinen Zweit-Account, also auf meinen privaten Account. So, das haben wir hier. Ihr seht schon, wir haben wieder ein bisschen mehr Runen. Das liegt daran, ich habe in einem Stream, also ich habe gestreamt und da haben wir das auch nochmal knapp 100 Reisen gemacht. Deswegen ist da wieder ein bisschen mehr jetzt dabei an Runen. Und hier haben wir erstmal nichts. Gut, wir haben heute probiert und zwar haben wir, also unser Ziel war es, den neuen Premium zu kriegen. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben einen neuen bekommen, aber nicht der neue, der jetzt rausgekommen ist. Den wir bekommen haben, ist der Kollege hier. Kollege Totengräber. Ist auch ein guter Drache, kann man echt nicht meckern. 22 Millionen, beziehungsweise 23 Millionen, 6 Stunden. Da kannst du nie meckern. Aber, ja. Ansonsten war es jetzt nicht so erfolgreich. Ihr seht so hier 1102 Reisen. Und ich würde sagen, wir können das hier jetzt ein bisschen fortsetzen. Können wir schauen, ob wir es schaffen, vielleicht sogar noch den neuen Premium oder noch ein Premium zu ziehen. Wäre auf jeden Fall richtig nice. Ich würde es gut finden. Feiern, was auch immer. Aber bevor ich es jetzt vergesse, mache ich gleich mal den Ton in dem Game hier noch etwas lauter. Weil ihr hört es, er ist echt leise. So, und jetzt sind wir wieder da. Ich habe den Ton jetzt etwas lauter gemacht. Ich denke mal, das merkt ihr auch sofort. Da haben wir eine 46er Reise, das ist sehr gut. Die wollen wir haben. Denn die 46er Reisen, das sind die mit den Premium, also falls ihr immer noch, also mit den seltenen Paketen, was gleichzeitig auch Premium Drachen sein könnten. Hier seht ihr schon, 454 waren das jetzt, ich glaube, an Runen. Und ja, das ist ja ganz gut ungefähr. Oder ja, ist ganz gut. So, und wir kriegen sogar ein seltenes Paket. Wunderbar. Nehmen wir natürlich gleich mit. Wir haben ein Minimum von 1050 Runen garantiert. Und wir bekommen mehr, und zwar 50 Stück. Leider kein Premium, aber das kann ja noch werden. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Der ist auch nicht neu für uns, das heißt, er kann weg. So, dann kannst du wieder los. Kurz bevor wir kurz weitermachen, hier, ja, Bernstein. 1,1 Millionen ist sehr gut. Kannst du echt nicht meckern.
Und wieder eine 46er Reise hier oben. Welcher in der Tagebuch 46 steht da? Wenn 46 da steht, dann kriegt man selbe Pakete. Wenn 203 da steht, dann nicht. So. Damit haben wir die drei. Wir drehen einmal dran und wir bekommen schon wieder ein seltenes Paket. Sehr, sehr schön. Das heißt nochmal mindestens 1050 Runen. Es sind immer mindestens 1050. Was sehr gut ist. Und wieder kein Premium. Also ich habe das auf Twitch gestreamt, Leute, deswegen nicht mehr denken. Also ich habe, wo ich gestreamt habe, war ich auf Twitch live. Weil ich sowieso jetzt eigentlich nur noch auf Twitch streame, so ungefähr. Deswegen, falls ihr das sehen wollt, kommt gerne auf Twitch vorbei und schaut dort rein. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich sage auch auf Discord immer Bescheid. Teilweise spiele ich dann nämlich auch andere Spiele und da jetzt mal habe ich zum Beispiel Bescheid gesagt, dass ich jetzt seltene Pakete und so mache. Und dann läuft das. Deswegen schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Und dann mache ich dort das mit den Reisen gleich immer mal wieder auch machen. Genauso wie wir es in den Videos ein bisschen machen, machen wir es dort auch. Dort kann man, das Gute an Twitch ist, wir können nebenbei noch ein bisschen Wetten machen. Also ihr könnt, das, ja, ich habe dort jetzt eine Wette gemacht. Und zwar werden wir aus dem nächsten seltenen Paket ein Premium ziehen. Ja, nein. Und dann konnte man halt so Punkte drauf verwetten. Also je nachdem, wie aktiv man ist, kriegt man halt mehr Punkte dafür. Wenn du jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde zuguckst, hast du vielleicht 20 Punkte. Wenn du jetzt nur 10 Minuten zuguckst, hast du vielleicht erst 10, sage ich mal, oder 5 oder was auch immer. Und da kann man halt dann Punkte drauf verwetten, je nachdem. Was immer ein ganz cooles Minigame nebenbei ist sozusagen. Was auch sehr viel Spaß macht eigentlich immer. Deswegen schaut da gerne vorbei. Und wir machen jetzt die nächste Reise. Mal sehen, was, ob uns die Reise 1111 irgendwas Gutes bringt. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Weil es wäre eine schöne Zahl. 1, 1, 1, 1. Schöne Schnapszahl. Müsste man mal schauen. Hier nochmal. Wir haben jetzt auch noch 21.500 Runen. Wir brauchen für alle Kostüme knapp 200.000 Runen. Ja, ist teuer. Und wir kriegen das. Oh, Mann. Das ist nicht cool. Das Ei ist echt nicht gut, weil, vor allem nicht bei so einer Reise. Wenn wir zwei Seltene drin haben, ist das nämlich so teuer. Das sind fast 500 Runen. Also das sind die ganz 500, das sind irgendwas mit 454, wenn ich mich nicht ganz irre. 454 Runen müssten es sein. Aber das ist so viel und das fließt alles nur in die Leere und das ist so schlecht. Deswegen ist es, also wenn, ich finde da die Reisen mit einem Seltenen Paket schon besser. Und das Spiel hat sich aufgehangen. Naja, gut. Da sind wir zurück. Wir machen natürlich weiter. So, weiter geht's. Und 203 ist jetzt nicht so toll. Da habe ich schon fast wieder vergessen, was gerade los war. Ich musste gerade komplett BlueStacks neu starten, weil BlueStacks einfach gar keinen Bock mehr hatte. Bin ich irgendwie jetzt schon langsam gewohnt von BlueStacks. Das ist manchmal so. Naja, gut. Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, was ich jetzt eigentlich in den letzten Videos schon machen wollte, habe ich aber leider vergessen, deswegen sorry, tut mir leid. Viele Grüße an einen neuen Exponent. Mein Gott. Viele Grüße an einen neuen Exponent. Und ich wollte euch eigentlich schon eine Weile grüßen, ich habe es nur, sorry. Genau. Falls ihr grüßen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich probiere es zu machen, beziehungsweise ich werde euch grüßen. Ob es dann sofort ist, nicht unbedingt, vor allem jetzt, wo ich vorproduzieren muss. Also es kann nur sein, dass wenn ich euch grüße, ist erst jetzt, ihr es erst in einer Woche seht oder so. Das kann sein. Liegt, wie schon gesagt, daran, dass ich es vorproduzieren muss. Und das mit diesem Video vom Urlaub, da werde ich gucken, das wolltet ihr jetzt größtenteils ein bisschen wissen und sehen. Irgendjemand hat geschrieben, ich soll dann irgendwie Facial Reveal mitmachen, keine Ahnung. Wisst ihr, ich habe halt eigentlich nichts dagegen, ist mir eigentlich egal, ob ihr wisst, wie ich aussehe. Aber manche wollen es vielleicht gar nicht wissen oder wollen halt ihre Vorstellungen selbst davon behalten, wie ich aussehe, was auch immer. Und ja, also wir können das auf jeden Fall machen, das stört mich nicht. Müssen wir mal gucken. Mal schauen. Ich wäre es, selbst wenn Facial Reveal dabei wäre, würde ich es nicht schreiben, sondern ja, wäre halt dann so, ne? Sieht man vielleicht mal, wie ich im Hintergrund irgendwo langlatsche oder so. Kann ja sein. Ne, mal gucken. Und ja, müssen wir schauen. Auf jeden Fall. Genau, wenn ihr gegrüßt werden möchtet, schreibt es einfach rein. Ich mache das. Habe ich schon immer gemacht. Dann gab es längere Zeit was, wo es nicht war. Und jetzt
gibt manchmal, da fragt jemand, ob er gegrüßt werden möchte, dann grüße ich die Person, aber ich grüße halt, es ist euch vielleicht schon aufgefallen, ich grüße halt nicht immer direkt am Anfang des Videos, sondern manchmal erst so mittig oder nahezu direkt vorm Ende. Weil, also für mich ist das eine gute Kontrolle, um rauszufinden, wer wie weit ungefähr schaut. Aber wenn ich dann sehe, dass die Person dann in 3, 4 Tage später nochmal nachfragt, dann ist mir schon klar, hä? Bis dahin wurde nicht geschaut. Deswegen, ne, immer ein bisschen gucken. Meistens grüße ich schon. Wie schon gesagt, wenn ich jetzt vorproduziere, das Video hier, was ihr jetzt seht, das ist 2 Tage eher produziert. Und das verschiebt sich jetzt alles noch ein paar Tage. Also jedes Video, was ihr jetzt seht, wurde immer mehr Tage vorproduziert sozusagen. Weil ich halt 8 Videos oder 7 Videos muss ich vorproduzieren. Beziehungsweise produziere ich halt vor und deswegen, ihr seht ja, da kann es halt schon mal sein, dass halt jetzt immer zum Beispiel, ich meine, ich habe es jetzt gleich 22 Uhr und dann nehme ich das Video noch auf. Deswegen, so ist das halt, ja. Gut, nehmen wir das Paket erstmal mit. Und es ist die 112.30 jetzt leider gewesen. Also 11.30 hat nicht gereicht, ist schade, aber naja. Gut. Einmal das Ei öffnen, einmal freilassen. So. Let's go. Ihr könnt auch gerne mal, wenn ihr so ein kleines FAQ wollt, schreibt einfach mal ein paar Fragen rein. Also halt hier Fragen, Antworten, ne? Schreibt einfach mal ein paar Fragen in die Kommentare. Da können wir gerne mal so ein Fragen-Antworten-Video machen, sozusagen. Wäre bestimmt auch sehr lustig. Deswegen, falls euch irgendwas interessiert oder so, wie das bei mir alles abläuft, Schule oder Videos oder sonst sowas. Ich habe irgendwann schon mal die Frage gelesen, wie ich eigentlich die Motivation dazu finde, jeden Tag diese Videos aufzunehmen. Das fand ich sogar ganz interessant, aber ich weiß es nicht. Es war bei mir, früher war es bei mir auch so, also wo ich früher Dragons gespielt habe, war es bei mir auch so, da gab es so Zeiten, da habe ich einfach die Lust auf Dragons verloren oder so. Aber ich habe halt einfach, es ist halt so, es macht richtig Spaß, so wenn man so einen Account hat, jetzt zum Beispiel wie mein, wie es bei mir der Video-Account ist. Es macht halt richtig Spaß, wenn du dort jeden Tag nur einmal drauf gehst und da halt aber immer was zu tun hast. Du siehst deinen Fortschritt. Das Coolste ist, ich kann halt den Fortschritt noch nach... Also ich sehe halt den Fortschritt sozusagen auch nochmal, wenn ich zum Beispiel jetzt meine Videos oder so nochmal nachschaue, ob da noch alles passt oder so. Da sehe ich halt den Fortschritt nochmal. Ich finde das einfach nur... Es ist so ein cooles Gefühl, meiner Meinung nach. Und dass es dann noch Leute gibt, denen es gefällt, die sich es ohne angucken, das ist noch geiler. Deswegen, also, ja. So, wir gehen erstmal weiter. Und kaufen das noch für 20 Millionen. Dann geht es hier wieder weiter in der Nähe und gratis. Mal gucken, vielleicht kriegt man nochmal ein seltenes Paket oder 2, wäre ganz nice. Es ist halt manchmal, ihr seht, wir sind von den Runen her, jetzt haben wir uns kaum bewegt. Weil es dauert manchmal echt lange, also kaum bewegt, ich meine, wir haben jetzt keinen großen Unterschied, vielleicht 500 Runen, 600 Runen. Aber manchmal dauert es echt lange, bis du mal ein neues, hier, bis du mal so einen Glückssträhne hast, sage ich mal, wo du richtig viele Runen kriegst. Und manchmal hast du richtig lange Pechsträhne, wo du einfach richtig viel ins Minus gehst. Ich meine, das Gute ist ja, mit dem Kostüm hier gehe ich ja schon mal weniger ins Minus, weil ich für jede Beschleunigung 5 Runen weniger bezahlen muss, was halt sehr gut ist, weil im Standard musst du ja 31 bezahlen für die Beschleunigung. Mit dem Kostüm, das ist das beste Beschleunigungskostüm, musst du halt nur noch 26 bezahlen. Und wenn du das mal hochrechnest auf wie viele Reisen mache ich? Oder wie viele Reisen habe ich jetzt schon? Sagen wir mal, ich habe jetzt schon 300 Reisen. Sagen wir mal, 500 Reisen habe ich mit dem Kostüm jetzt schon gemacht. 500? Du musst jedes Mal 4-mal beschleunigen, oder? Das war jetzt einmal beschleunigt. Dann ist das jetzt... das war schon 2-mal beschleunigt. Dann ist das jetzt das... Genau. Also einmal beschleunigt, dann hast du die erste Auswahl. Zweites Mal beschleunigt, hast du das zweite, drittes Mal beschleunigt, für die dritte jetzt und dann viertes Mal. Du musst 4-mal beschleunigen, das sind 104 Runen mit dem Kostüm. Beziehungsweise das sind 5 Runen, also 20 Runen pro Reise und das mal 500. 20 mal 500. Ja, das kann man sich schmecken lassen. Gut, öffnen wir erstmal das Paket und es gibt wieder kein Prämie. Ich habe gerade nicht ausgerechnet, wie viel das ist, Leute. Warte mal, 20 mal 500, 2 mal 500 sind 1000, das wären 10.000 Runen. Und 10.000 Runen, das ist schon ein Kostüm. Ein teures, ein hier, eins von der, wie heißt es, Geheimwelt. Ein geheimes Weltkostüm wäre das. Geheimes Weltkostüm klingt irgendwie komisch. Egal, ihr wisst, was ich meine. Wäre ein ganzes Kostüm, was eigentlich sehr, ja, sinnvoll ist.
Ich weiß nicht, vielleicht machen wir es auch mal so, dass wir einfach einzeln Kostüme rankaufen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir gönnen uns jetzt noch ein Kostüm am Ende. Wir drehen hier am Glücksrad. Dann gucken wir erstmal, ob wir vielleicht noch mal losschicken, weil manchmal hat man so eine Runtersetzung vom Kostüm, dass man halt vielleicht, sagen wir mal, 1500 Runen weniger bezahlen muss oder so. Gibt's ja manchmal. Deswegen schauen wir mal, ob das hier so ist jetzt. Wir lassen hier den Kollegen frei. Reise und gratis und nein, es ist nicht so. Das heißt, wir drücken jetzt einfach mal auf den Kollegen, gehen hier auf das. So, ich will hier am besten jetzt irgendeine Reize von einem schönen. Genau, das hier sieht da gut aus. Aber das kann ich jetzt nicht drauf machen, weil der Kollege unterwegs ist, ne? 18 Stunden, 200 Ruhen. Das sind 10.200, noch was, das juckt jetzt nicht. So, haben wir den wieder da. Erstmal kurz alles einsammeln. Gehen wir auf dich, Kostüme, kaufen, fertig. Achso, gleich ausrüsten wäre eine Idee. Da haben wir den Tagschatten. Ich kann nicht näher ranzoomen, oder? Nee, kann man nicht. Gut. Tagschatten mit dem Kostüm sieht halt echt cool aus. Guck mal, das hier ergibt doch ein Bild, oder? Weiter runter kann ich ohne. Aber das hier ist dann ein schönes Bild, würde ich sagen. Das sieht halt echt gut aus, meiner Meinung nach. Dieses Kostüm hat echt Style vom Tagschatten. Wie komme ich zurück? Hier komme ich zurück, gut. Dann hier ist das Kostüm jetzt auch. Warte, was boostet das Kostüm? Das Kostüm boostet. Erhöht pro Tasche reduzierter Erkundungszeit. Auch gut. Tagschatten, geheime Welt. Ist ein schönes Kostüm. Ganz, fast 6 Stunden weniger. Das ist echt gut. Los geht der Hase. Ich wünsche dir viel Spaß und du bist jetzt unterwegs. Sieht so. Okay, man sieht jetzt keinen großen Unterschied so beim Fliegen, aber es sieht trotzdem geil aus. Damit haben wir wieder 11.900 Runen. Aber an der Stelle würde ich sagen, wär's mir heute ein Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ciao, ciao, Leute.